Herzlich willkommen in der ersten Nachtfolge oder mehr in den ersten. Ich war gerade schon in Miene, jetzt kommt die Schreierin, ich konnte die Abwehr draußen. Jetzt muss ich beweisen, ob ich hier gut zurechtkomme. Die Tür ist offen, falls wir oben flüchten müssen. In den Keller kommen sie gerade hoch. Die Tür wird sie nicht mehr lange aufhalten, obwohl es schon eine schöne Eisentür ist. Nachladen. Hier können sie nur hoch, also andere Regeln kennen sie nicht. Oh, furchtbar, ne? Die haben sich irgendwie da, wo ich Beton gemacht habe, durchgebuddelt. Muss ich morgen gleich reparieren. Oder heute nicht mehr. Schreierin kommt ins Haus. Ich muss dringend morgen noch bleiben sollen und. Na. So, Tür zu. Dieses Missvolk. Tür eingerannt. Alles gut. Wo haben sie hier? Ah, durch Beton durch. Oh. Das habe ich nicht erwartet, dass sie sich durch Beton durchbuddeln. Da muss ich hier doppelt machen. Ha. Durch Beton durch. Aber mein Plan hat gut funktioniert jetzt, also hier mit dem Aufgang und dass ich hier, muss ich auch noch etwas überlegen, dass ich von da oben schießen kann, als dass im Prinzip nicht durch die Tür durchbrechen kann. Das heißt, wir zumachen, wir holen ein bisschen Zement, Steine nehmen wir mit. Dann die Teile, auch ein paar, zwei, drei. Dann schmelzen wir gleich ein. Wenn man die Scheier nicht hochkriegt, dann ist man schon verloren. Auf gut Deutsch, weil da war faules Fleisch. Weil die lockt ja die anderen wieder an, ne? Und das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Also wir haben genug da Zement, haben wir noch ein bisschen wenig, aber gut. Wir gehen mal zum Mischer, vielleicht ist er fertig. Dann können wir in der zweiten Lage anbringen. Und dann müssen wir echt Eisendinger reinbringen. Sonst haben wir keine Chance. Was fehlt wieder? Zement.
So, Ton. Ja, Ton haben wir genug hier. Dann können wir hier gleich Feuer anlegen und gleich Zement herstellen. Ein großes Ziel. Und dann werden wir den Rest mal hier reinlegen. Sand, Stein, Blöcke. Ich habe mit allem gerechnet, aber ich kann es da durchbringen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte so eher, die würden jetzt hier irgendwo durchbrechen beim Leben, aber hier vorne. So, das ist jetzt. Müssen wir ziemlich schnell reagieren, Anführungszeichen. Holz nicht. Der hat einen Wert von 5000, das muss man sich mal bildlich vorstellen. Das heißt, die haben sich da durchgefressen. Boah, Wahnsinn. Ich habe mit dem noch nicht gerechnet. Hier ist ja die Wand, da ist ja die Gefahr nicht ganz so groß. Wir müssen hier unsere Summe stärken, weil wir hier oben sind gar nicht sicher, ne? Westlich, Junge. Den rechts. So, der muss noch aushärten, das ganze Problem dabei. Aber gut. Dann dürfen wir heute keinen Kampf mehr machen. Das ist so ideal im Keller, da kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Aber die Banausen, Kulturbanausen, auf gut Deutsch, lassen da noch nicht arbeiten. Trotzdem irgendwie absichern, dass wir da haben sie einen voll. Da noch an. Ja, zum Glück. So, das ist nicht sicher, aber ist schon ein bisschen sicherer. Das nehmen wir raus. Das ist ja nur für mich gewesen, dass ich da nicht wegen Sicherheit, aber wegen der Stabilität, da nicht einstürzen oder so. Oh, aufgelevelt. Oh, mit Beton bringt sowas. Dazu sagen. So. Da ist. Voll. Ha, 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 ha.
Dann ziehen wir hier auf den Deckel rein. Ich muss noch runterkommen, ne? Nein, können wir das noch nicht nehmen. Da wollte ich noch mal verstärken. Ich habe eine Schaufel dabei, ja, gut. Ich habe die Schreie noch nicht gekriegt, die war ja nicht zu umbringen, die war ja einfach nicht mehr da. Und rausgehen kannst man so eine Aktion nicht, aber du bist bei der Masse bist schon so tot. So. Das sollte jetzt ganz gut abgesichert sein. Mist, zumindest alle. So, da und da. Und ich brauche eine Erzmine, nutzt ja auch nichts. Also, wo willst du denn nachts machen, ne? Na, da geht's zum Keller. Die haben genau den Weg gewusst, das muss alle verraten haben, das ist auch genau. Sonst gehen sie mir hierbei und probieren das hier. Aber hier ist ein bisschen schwieriger, hier ist ein bisschen. Aber, ich muss dazu sagen, ich habe aufgelevelt. Aktuell nicht hier viel, aber mal schauen. Oh, ein Punkt. Was ist wichtig? Das ist Gärtner, das soll ich gerade machen. So. Ich glaube, wir müssen mit Gesundheit. So, 4 Uhr. Ja, heute müsste Blutmond sein normalerweise. Das heißt, wir gehen gleich raus. Die Teile mit. Unsere Eisentür. Zum Teil von den Dingen. Wäre gar nicht gut. 17. Oder drüben. Was sagen? Die sind 87. Gut. Machen wir den Keller fertig, ne? Den Rest. Und dann gehen wir raus und machen die paar Dinger fertig. Dann ist er bin verstärkt.
ich immer noch bei und. Machen Decke noch neu. Fackel hinten hier gleich. Ganze Konstruktion werden wir hier verstärken, nach oben. Zumindest einmal. Und später werden wir oben das entsprechend wegnehmen und dann das entsprechend auch da auch verstärken. Beziehungsweise kommt da, kommt ja schon Licht durch. Ne? Also die Höhe ist schon. Also da nicht reinkommen, dann muss ich nicht runter. Ne? So, wir gehen jetzt raus. Die Spikes aufstellen, draußen vor der Wand, innen, also im Beton jetzt direkt rein. Ich habe hier so gemacht, dass sie im Prinzip, wenn sie reinkommen, durch diese rote Gasse kommen müssen und ich kann die hier entsprechend begrüßen. Ja, das kann man normal machen, ne? Da hätte ich keine Chance gehabt, ich habe keinen Weg. Sonst kannst du nur aufs Dach fliegen, so, nachladen, leer. Also Magazin noch drin. Aus Erfahrung kommen die auch noch heute. So. Hier haben sie nichts gemacht. Und hier sind sie rein. Dann werde ich mal hier oben eine Reihe aufstellen. War, dass er nicht, dass ich es im Prinzip vorher erledigen kann. Mal uns kurz gucken. Ah, ich wollte nichts aufhören. Normalerweise doppelt, ne? Aber. Ich will hier im Prinzip die vorne aufhalten, bevor sie überhaupt reinkommen. Denn im Grunde, wenn ich es abgeballert habe, kommt sie nicht in den Graben und dann kommt sie nicht ins Haus. Und deswegen habe ich auch den Graben tief gemacht, damit die halt nicht da ankommen. Aber das wird tatsächlich mit Tom durchbuddeln, da habe ich nie gedacht. 5000, bitte. Der Ziegler 1500, da weißt du, wer du vertrauen kannst. Gar nicht. Der nächste Schuh wäre Stahl, also 7000. Aber 7000, das bekommt man mal erstmal. Was ist hier? Ja, das wäre eine Option, ne? Dann würden die sich nämlich gewaltig wehtun.
wieder raus? Doch nicht. Dann muss er noch verübt werden, hier zumachen und an. Der Blumen ist. Hier vorne waren sie auch noch bei. Und wollten mich hier erreichen. Ich muss sie irgendwie aufhalten. Also für mich ist wichtig, dass die im Prinzip lang genug aufgehalten werden, dass die mir vor der Flinte laufen können. Ich habe noch 42. Die Karte gerade ausgelastet. Sehe ich gerade. Der Lüfter höre ich leicht. 72 Grad. Schon Wahnsinn. Aber oben jetzt noch keine Likes, also keine Legs. Geht's noch. Oder plane ich in Zukunft mit einem Zweitrainer so arbeiten? Muss ich mal sehen, dass ich die irgendwann das zusammengebaut habe. So, das wäre auch doppelt. Ich habe noch 11. Wenn ich wüsste, wenn sie alle von einer Ecke kommen, dann kannst du hinstellen und sagen, jetzt ball ich alle ab. Aber das ist ja so nicht der Fall. Alle. Oh, eine Pflanze. Eine Ecke fehlt hier. Hier muss ich mindestens noch ein paar vorbauen. Und da auch noch verdoppelt. Am Haus sind ja noch einige vorhanden. Viele. Im Grunde. Und ich weiß ja nicht, wo die am liebsten reinkommen würden. Also das weiß ich nicht. So, Eisentür. Mal kurz gucken hier, wo sind wir auch hier? Ach da. So. Ne? Dann müsste ich hier auch noch ein paar Schießstarten bauen. Das könnte ich gleich machen. Dann ist das ganz gut. So, mal gucken, ob das ein
paar Eisenbahnen kommen können. Müssten wir kriegen. Dann können wir nämlich gleich die Eisengitter verstärken. Das ist ganz wichtig, sonst haben wir ein Problem. So. Dann können wir die immer rausnehmen. Rauchen wir das noch nicht. Dann können wir zwei auch nehmen. Betonen, ohne. Das können wir auch mal weglassen. Dann schauen wir uns ein bisschen. Also von hier, wenn sie hier kommen, würden wir es gut. Da kannst du schon noch unter Schuss nehmen. Also, das wäre, wenn nicht, ne? So, kurz hier was nehmen, ja. Also ich muss aber auch noch eine Bleimine mit ein bisschen Munition machen, ne? Das ist dann so knapp. Das Moment. Das werden wir gleich machen. Bohrer haben wir da. Die Sachen, die wir nicht brauchen, nehmen wir raus. Die Maismehl. Mein Tee. Nochmal drinnen. Glaskrug. Die Raumwürfe zur Not. Die Eiswürfe legen wir hier mal rein, ausnahmsweise. Hier mal eins mit. Das zur Absicherung. Platzieren mit, dann machen wir jetzt erstmal die Tat. Schießpulver. Den Schießpulver, Schusskerne habe ich noch zum Not. Gehen wir in die Tatmine rein und dann geht los. Den Kohle haben wir noch. Und die Tat ist ein bisschen knapp. Was kommt. Hau die Tür am Platz. So, hier ist unsere schöne Mine. Den Lärm, die werden jetzt quasi angezogen. Das ist ja das letzte Problem bei. Ewigkeit natürlich. Nur keine. Müssen wir horchen. Normaler Stein. Wir kriegen uns jetzt alles. Auch Steine und die Fahrt, ne? Und mit dem Sand. Alter, die Erde! Mach dir noch! Das sieht so viel XP aus mit 2400, aber. Wenn ihr guckt, mit der Balken erhöht sich nicht mehr so. 2000, ja. So 400. Möglichst viel die Tat machen. Und eine Weile Ruhe. Und mal schauen, dass wir nicht zu sehr Eingabe und wieder rauskommen. Wäre ein super GAU.
Ja, du musst. Schon wieder saufen. So, Ritterbruch. Wir sind angekommen gerade. Auf den Schränken mal kurz rein. Das war ja nun, naja, das Ding nur angezogen, ich lerne, das war ja bekannt. Aber nicht so viele. Nicht lustig. Warte, ich bin im Keller. So. Schauen wir mal, was wir kriegt haben an den Tag. So. Dann brauchen wir Kohle. Brauchen 600, ne? Ja. Schießpulver. Chemietisch. Da wollen wir noch herstellen. Da mehr wir raus. Wie kriegen wir raus? 1667. Das ist gut. Im Grunde so viel wie die Tat haben. Das dauert jetzt 66 Sekunden. Aber er arbeitet. Oh, wir haben gerade wieder Lachs gehabt hier. Das muss ganz kurz gewesen sein, weil ich dann Zombies haben. So, wir werden mal ganz kurz jetzt zur Blei gehen. Und dann rüben. Schatten von der Sonne. Oder, ne, Schatten nicht, ist das nicht. Also, obwohl, dann mal auf. Wenn ich flüchten muss, ganz gut, wenn das auf ist. So. Sobald der Schießbauer fertig ist, können wir Munition herstellen und dann können wir nachher sehen, dass wir heute müsste eigentlich blutlos sein. So, das ist heute noch Schluss. Tschüss und wie gewinnt. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann zum nächsten Mal. Ich guck mal nach Blei. Und dann, wenn es spannend wird, melde ich mich wieder. Tschüss. Hier geht's aus.